Oh, das sind ja, schöne Zeit. Strollpenisse, Alter. Aber oh, wir sind alle hier, hi. Ja, aus der Deko. Ja, soll das wieder gehen, ne? Oh mein Gott! Leute ein? Ich war drauf und bin runterfallen. Ja. 11 Euro für eine Kugel Eis bezahlt hat, was übrigens laut Elf. Einem Kommentar übertriebener Scam gewesen sein muss. Klar. Dann fällt er auch noch runter, ey. Mieser Lappen. Und damit einen wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Heute wird es wieder trollig, denn heute ist wieder GTA-Modus aktiviert. Heute ein P22 Fargan Ibraxta. Also irgendwas mit zu Fuß vielleicht und Motorrad, aber überwiegend Motorrad. Hallöchen, Nugi, Aris und Deko. Ein wunderschön. Herzlich willkommen! Alter, sieht das geil aus. Wunderschöne gute Rice-Cachos, der Nüsschen ihm seien poliert. Pops. Ich hatte mich eigentlich auf den Fußball gefreut, aber ich werde hier wie immer enttäuscht. Ja, wie deine Liebespartner, würde ich sagen, ne? Die im ganzen Gegenteil. Die GTA-Modus ist übrigens activated, ne? Das möchte ich hier nochmal kurz sagen, aber wir können ja sagen, treten only. Treten only. Und es wird da. Geil, Alter. Ich hab das Schutzschild aktiviert. So gehört sich das. Deko ist bei mir. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss, Deko. Ich fahr einfach mal durch. Und das war ein Fehler. Kein Fehler. Krass. Oh, ich will hier nochmal nach hinten fahren, Deko. Ey. Oh. Ja, hast du dich auch gewundert, dass du es plötzlich geschafft hast? Ja, hab ich. Nein! Ich mach YOLO. Oh, nein! Nein! Oh, Alter, schön, dass das funktioniert hat, ey. Oh mein Gott! Und, Deko? Und, Alter, jetzt auch, ey. Respekt. Geht denn das da auf dem weißen Ding? Einfach gerade auf hoch fahren? Ey, da war ich auch, gar kein Punkt bis dahin. Ey, ich auch, ey, nein. Ey, lol. Digga, ey, das ist aber böse. Ey, ich finde, da oben hätte auf jeden Fall ein Punkt sein können eigentlich. Das ist richtig Ding. Böse, ey. Scheiße, Mann. Ich habe noch Blackscreens, Alter. Also, Muchachos, heute erwartet euch hier ein legendärer Motorradparcours. Wir hatten in einer von diesen Fahrgarn Ibraxta, ja, ich weiß nicht, ob die Folge jetzt erst kam, hatten wir einmal plötzlich auch zu Fußparcours so ein bisschen da drin, so für einen kurzen Punkt. Deswegen kann ich euch hier nicht versichern, dass das hier zu 100% Motorrad ist, aber ich würde sagen, auf jeden Fall überwiegend, ja. Und deswegen viel Spaß dabei, bringt auf jeden Fall ein bisschen Popcorn mit. Ich habe gehört, dass viele von den Muchachos auch sich eiskalt um 14 Uhr mal Mittagspause machen, damit sie die Folge hier anschauen können. Deswegen Kuss geht raus, habt eine schöne Mittagspause und viel Dann Spaß sollte beim... die Folge auf jeden Fall nicht länger als 30 Minuten lang sein, ne? Sonst ist Mittagspause hier zu kurz. Sonst könnte es schwierig werden. Digga, mal so, ich hab die ganze Zeit so arschgefickte Blackscreens, Alter. Ich bin doch nicht einmal auf diesem Dreck braun gewesen, Mann. Und nicht einmal? Alter, schön. Ey, Deko, selbst alles, was danach kommt, ne? Das ist auch noch kein Punkt. Alter Schwede, ist das krank, Alter. Ist das krank, ey. Ich schaffe immer den ersten Scheißsprung nicht. Muss dann respawnen und hab irgendwie 10 Sekunden lang Blackscreen. Das ist mies, auf jeden Fall. Oh mein Gott, ey, man kann hier noch so häufig verkacken. Das ist so eine kranke Map, ey. Alter Scheiße. Ey, Digga, fick mich, ey. Ups. Ach, ey, Digga, diese Blackscreens machen mich einfach aggressiv, ne? Fick mich. Oh, nur noch ein. Nein, Aris, jetzt muss ich schon wieder respawnen, hab wieder einen Blackscreen, ey. Wo ist denn der Punkt? Nein, ich hab vergessen, Punkt einzusammeln, ich bin schon längst hier oben. Nein! Lol. Ey, ich bin schon komplett oben, ey. Ja, haben die anderen. Die anderen haben den doch auch noch nicht. Nein, alle haben den nicht, ey. Digga, ich war so weit oben. Digga, gut, dass Marvin das gesagt hat, Alter. Ich war so weit oben, ich war schon fast durch. Wahrscheinlich ist jetzt auch da oben ein Punkt. Gesagt, Marvin, ne? Ey. Aber der Spawn. Ey. Ey. Ich würde sagen, da wurdest du richtig hart getrollt. Ja, und damit ist nämlich da jetzt auch ein Punkt, wo Deko und ich vorher schon waren. Ey, fick mich, warum bin ich der einzige Schlaue hier in dieser dämlichen Truppe, ey, obwohl ich schon dämlich bin, ey? Wie dämlich seid ihr denn erst? Ja, das heißt, man kann jetzt theoretisch von der roten auf die grüne direkt springen. Ja, wenn du das kannst, dann tu es, ne? Ist aber, glaube ich, auch gar nicht so leicht. Ich würde lieber auf die den Sprung erst auf weiß machen, ja.
Digga, der neue Spawnpunkt ist ja richtig behindert, einfach, Alter. Viel zu weit weg. Der neue Spawnpunkt ist viel zu weit hinten, ja. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, ey. Da hat er uns aber schon mal ein bisschen getrollt hier, ne? Da hat er uns ein bisschen getrollt hier. Ja, fahr noch langsamer, Nugi, ey. Ja, guck mal, du hast doch geschafft, Mann. Ich hab extra nur abgebremst, damit du das schaffst, ey. Ist klar. Dann fällt er auch noch runter, ey. Mieser Lappen. Ich bin so geil, dass Nugi auch so langsam richtig beschimpflich feierst, ey. Kleiner Schmutzfink, ey. Ist Schmutzfink eigentlich ein Vogel? Schmutzfink, ja, ne? Ja, Schmutzfink ist ein Vogel, ist, ja. Fink ist auch ein Vogel. Digga, warum bin ich denn so langsam, oder? Junge? Ach. Ist ein Fink ein Vogel? Fink ist ein Vogel. Ja, nee, ein Schmink. Schmink? Wirklich ein Schmink, weil er so aussieht, als hätte er sich geschminkt, so mit Rouge und so. Fahr doch, Nugi. Fahr ich doch. Was ist da gerade, Ares? Kann man den runterkicken? Ja, mit X. Du musst ganz rechts fahren, ganz rechts. Ja, da wo Deko gerade gesprungen ist, ja. Unten, ohne Scheiß, ne? Nein. Oh. Aber jetzt nur noch hoch. Oh, das sind ja, schöne Zeit. Strollpenisse, Alter. Bei wir sind alle hier, hi. Ja, aus der Deko. Ja, soll das wieder gehen, ne? Oh, ist das geil hier mit euch, ey, geil. Ich bin perfekte Marvin. Kacke, ey. Ja, hi. So, und jetzt fahr ich extra langsam. Warte, so. Ja, ich will bitte keine Barty-Map mehr spielen, Alter. So, ein bisschen langsamer. Muss man da droppen, oder was? Ich wurde zu Fußparcours versprochen. Marvin, muss man da droppen? Ich hab's davor zweimal ohne Probleme geschafft. Ich schaffe es nicht mehr. Nee, Alter! Was ist das? Oh. Ich drücke ich da? Party, aber nicht klar. Diese Lenkung ist viel zu direkt. Also, ich weiß nicht mehr, wo mein Problem ist, dass ich das nicht mehr hinkriege. Hä? Warum? Du, Deko, du auch. Wir haben es doch davor zweimal easy geschafft. Wo ist unser Problem jetzt? Einmal habe ich es geschafft. Also ach so, einfach droppen. Okay. Digga, ich raffe die Welt hier nicht mehr. Ey, jetzt bin ich dagegen gestoßen. Ich bin runtergedroppt und an der Vorderkante abgestoßen. Oh. Wieder nicht drauf gekommen. Nein. So war ich ein bisschen zu langsam. Ey. Ich verstehe es nicht. Ich versuche jetzt nochmal, aber... Nee, ich war ich wieder zu langsam, ey. Jetzt bin ich direkt wieder da, Alter. Ey, ich raff es nicht. Ey, jetzt mal Retalk. Nein, wir können es auch nicht. Zu langsam. Ich bin auch wieder zu langsam. Erklären. Ey, Junge. Ich raff es nicht, Digga. Ey, fake meine Eier, Mann. Es ist so random, Alter. Es ist so todesrandom, ey. Ich mach's jetzt noch mal ein bisschen schneller. Schneller, schneller. Ich bin schon wieder zu langsam. Ey, Junge, jetzt komme ich nicht mal auf. Ich habe extra hinten noch Anschwung geholt und komm trotzdem nicht auf grün drauf, Alter. Ey, es ist... Ich komme... Also, als hätte jemand die Map jetzt umgestellt. Als wäre das jetzt anders. Oh, ja, ey. Aber der Punkt, der war jetzt wirklich... Der war crank, Digga. Der war richtig crank. Ich habe beim ersten Mal einfach keine Probleme gehabt, da hochzukommen, ne? Ja. Ich bei den ersten beiden Male nicht. Deswegen weiß ich nicht, was danach passiert ist. Aber wie gesagt, auf der linken Seite fahren. Ja, hab ich gerade versucht. Runtergefallen. Okay. Sass, würde man sagen. Sass. Hä? Ich bin gegen den Zeppelin gegen! Das war zu schnell dann, ne? Ja, warst du schnell, ja. Ja, aber einfach nur auf der linken Seite langfahren. Mhm. Einfach auf der linken Seite langfahren. Nur ja, nicht Fullspeed. Oh, shit. Oh, Mama, ja. Also nicht Fullspeed, aber auch nicht zu langsam. Also machen wir den richtigen Speed. Mittelspeed, ja. Nee, ich schau mir das einmal kurz an. So, okay. Geil, Barty, was sagt ihr dazu, Leute? Gar keinen Bock. Nein, ich hab verkackt, oder? Oh. Heute ist einfach nicht mein Aufnahmetag. Nein, ich war oben auf dem gelben Ding. Alter. Ey, aber Barty ist doch wieder geil. Und das sogar New School Level Asian. Freut euch doch mal ein bisschen, dass wir hier so ein bisschen New School Level Asian haben. Achtung. Ja, immer nur also, am Meckern hier, ey. Hier kommen ganz viele Gefühle hier hoch, aber Freude ist es nicht. Gefühle. Erste Map in der Aufnahmesession wurde mir versaut, weil über mir rumgebohrt wurde des Todes. Jetzt krieg ich sowas. Typisch Deutschland, ey. Ich war drauf, bin an die Mauer gestoßen, die ich abfangen soll. Und bin da aber rübergeflogen. Ja, das hatte ich auch. Ey, Digga. Das ist richtig ärgerlich. Ey. Das ist hier, so lernt man Deutsch sein. Immer schlecht drauf. Obergeil.
Ja, ich habe dafür ja wohl auch einen berechtigten Grund, ne? Wenn ich Zeit investiere für Aufnahmen. Wenn ich eine Barty-Map spielen muss. Nee, hey, Barty ist geil. Mir geht's halt eher darum, wenn da oben rumgebohrt wird wie ein Behinderter. Aber dass sie sich über Nachbarn aufregen, ist auch typisch deutsch, also. Ja, zu Recht. Die regen sich 100% auch über mich auf. Genauso wie die Alte über mir, ey. Digga, die hört kein Wort, ey. Du machst jeden Freitag und Samstag machst du da irgendwie so eine Abriss. Damalige Facebook-Party, Alter. Lädst oh mein Gott! Leute ein. Ich war drauf und bin runterfallen. Ja. Und die Oma so. Ja. Die sind aber ein guter Junge. Ich höre nie was von ihnen. Glatt sie gerne mal zum Kaffee ein. Und dann, Nuki ist wahrscheinlich auch einer, der würde dann eiskalt sagen, ja, vielen Dank, die Einladung nehme ich dankend an. Dann sitzt Nuki da bei so einer Omi. Ja, genau. Fick Kuchen und dicken Kaffee und Tee hingestellt. Oh, ich bin drauf. Ey, endlich, also richtig Digga. Schön, ey. Richtig schön. Nur noch in den Punkt. Nur noch in den Punkt. Das, ich kann gar nicht mehr verkacken bis dahin, das ist gut. Oh. Oh ja, fick mich, ey. Aber so eine Oma als Freundin zu haben im Haus, ist, glaube ich, schon Gold wert, ey. Ja, ich glaube auch. Hey, Alter. Digga, nur wenn die Treppenhausdienst übernimmt für dich. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Ja, Alter. Erstmal die Oma den Treppendienst machen lassen. Ich habe so viel zu tun bei der Arbeit, ich kann das leider nicht, Gertfriede. Ja, Nogi, ich kann das gerne für dich übernehmen. Nein. Dann kommst du aber auch morgen um 14 Uhr vorbei. Auf ein Stück Kuchen. Was darf ich dir mitbringen? Du liebst doch so die Puddingplunder. Magst du Streuselkuchen? Nee. Junge, Alter. Ja, wieder verkackt, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Wirklich. Ich habe auch extra Kaffeesahne für dich geholt. Digga, ich verkacke jetzt hier auch wieder die ganze Zeit, aber ich habe einfach den ersten Teil geschafft. Das ist jetzt gerade wieder... Oh, das war zu schnell. Gute. Digga, dass Omas immer Kaffeesahne haben wollen, ne? Und wir, wenn wir alt sind, trinken wir, keine Ahnung, so Hafermilch und so einen Scheiß. Wobei ich jetzt auch schon für... Deine Kaffeesahne oder was? Dann die Sahne von Danone. Davon kriege ich nie genug. Kaffeesahne von Danone? Da ist mehr als Schokolade. Okay, ich glaube, hier hätten wir... Kaffeesahne aus deiner Kanone. Wo wir absteigen. Oh, echt? Und wieder zu schnell, ey. Nee, komm. Oh, das wird jetzt interessant. Was denn? Oh! Und Deko, ganz am Ende, wenn du auf der weißen Plattform bist, da ist ein Speed, ja? Ich bin heute ein Ehrenmann, weil ich weiß, wie du heute schon leiden musstest, dass ich dir das sage. Ja. Das ist ein Speed. Also ich bin reingefahren, hab's trotzdem noch geschafft, aber ich glaube, es geht auch anders. Man kann ihm nicht versprechen. Ey, steh auf, Digga, steh einfach mal auf. Ja, sei halt so schnell, miese Fickkarre, Alter. Bei Marvin weiß man es nicht so wirklich. Der frisst auch freiwillig Ingwer. Hä, hey, natürlich, Ingwer ist geil, Alter. Ingwer-Shots. Und außerdem trinkt er seinen Kaffee mit Hafermilch. Ja, und Hafermilch ist lecker. Der läuft irgendwann auch mit so Weinkörbchen über den Wochenmarkt. Mach ich wirklich. Richtige Muschi. Oh Mann, ey. Oh, geil. Ja, bei Marvin werden einfach alle Klischees wahr. Oh, fuck. Also, ich sag mal so, nicht regelmäßig, aber entweder in so einem Jutebeutel oder... Kommt mal vor, ja. Wir haben einen. Oh mein Gott! Ich bin drauf! Ich bin drauf! Ich bin drauf! Alter! Jetzt schön nach hinten Anschwung holen, dann kriegst du zumindest den Punkt. Aber habt ihr keinen Wochenmarkt, den ihr besucht? Was ist? Nee. Wochenmarkt, den ihr besucht? Nee, sowas mach ich nicht. Was soll ich denn auf einem Wochenmarkt? Oh. Ja, support your Locals und so. Locals? Achso. Was ist dieses Locals? Locals? Was willst du? Lokale? Lokale Zeitung. Nee, ich mach das. Wir haben so einen Bäcker da. So einen Bäckerwagen. Wie geht das denn jetzt hier? Digga, da gibt's so geile Franzbrötchen. Leck mich, ey. Scheiße, Alter, die Franzbrötchen. Geile. Was ist besser? Franzbrötchen oder Zimtschnecken? Oh, gar nicht, oder? Kommt drauf an, wie die zubereitet sind, ne? Beides ist richtig geil. Muss eben. Was ist das denn jetzt hier? Muss eben sozusagen. Oh, ich bin da. Die beste Zubereitung haben. Oh, und Marvin meinte, da ist ein Speed drauf. Das ist ein Speed, muss ich da jetzt irgendwie rückwärts drauf fahren oder was? Also, der hat mich nur so ganz leicht nach vorne gejagt, aber ich will nicht, dass du, ne? Also, ich sag dir das lieber einfach und dann kannst du damit machen, was du willst mit dieser Info. Ja, ich mach's lieber rückwärts, weil ich keinen Bock habe, das nochmal zu machen. Ja, hier. Aber eigentlich finde ich Wochenmarkt schon gar nicht so schlecht. Leider, also in Wiesburg gibt's keinen. Aber Wochenmärkte sind nicht generell teuer, aber wir haben da so ein... Ich sag mal, so ein Türken, so ein Luxus, Griechen. Der arschteuer Luxusladen, ist, wo du mal einkaufst. So,
der so ganz viele Soßen anbietet, so Frischkäse. Das soll zu Fuß sein hier, oder was? Ich weiß auch mit dem Motorrad. Nee, ich hab das zu Fuß gemacht, weil es schwerer ist dadurch. Wegen den ganzen Elektrodingern, weißt du? Und da habe ich damals, ich glaube, das hat ja auch schon mal erzählt, immer so einen richtig leckeren Salat geholt. Der bestand aus Tomaten. Lecker so, und Salat. Ja, Feta und so einer ganz speziellen, undefinierbaren roten Soße, die aber richtig lecker war. Digga, und da habe ich immer, Digga, das waren so 100 Gramm oder so. 8 Euro. Yo. So, Alter, what the fuck, das war noch vor der Inflation, ne? Seitdem habe ich Angst, da nochmal hinzugehen, irgendwie, was das jetzt kostet, ey. Irgendwie, keine Ahnung. Einfach so ein ganz, ganz bisschen so Oliven groß. Ja, das macht dann bitte 26 Euro. Genauso wie übrigens wie Deko. Ja. 11 Euro für eine Kugel Eis bezahlt hat, was übrigens laut einem Kommentar übertriebener Scam gewesen sein muss. Also ich habe mich auch ein bisschen gescammt gefühlt, muss ich sagen. Aber der Laden war auch voll. Also ich war nicht der Einzige, der gekauft hat. Ja, aber wahrscheinlich der Einzige für 11 Euro. Wahrscheinlich hat er zweimal die 1 gedrückt oder so. Hatten die so einen digitalen Preis-Lachs da? Einfach so, die Preise standen da rum, aber ich dachte halt, dass das für was für anderes krasses, also für so einen Eisbecher wäre oder so. Ich weiß nicht, dass das wirklich für eine Kugel ist. Digga, du wurdest hundertprozentig gescammt, Alter. 11 Euro für eine Kugel, nein, also. Ja, vielleicht waren es auch 9, vielleicht waren es 9 Euro pro Kugel, aber es war. Ach, das ist Bereich so viel, Fall. Alter. Also ich müsste auch, nicht, wie ich da reagieren sollte, wenn. Weil du hast ja sozusagen, also rein rechtlich, glaube ich, es stand ja aus, ne? Und dann. Stand aus. Also du kannst, also, ja. Und außerdem waren es 30 Grad und ich wollte ein Eis haben. Also ich stell dir mal vor, du bist da mit deinen zwei Kindern, die wollen, oder? Ja, dann viel Spaß, Alter. Ja, also Kinder Abendessen gibt's nicht mehr, ja, Eis. 50 Euro für 5 Kugeln, ja, easy. Digga, diese komischen scheiß Loopings sind richtig schwierig, Alter. First try. Nein, ich bin runter. Oh, vor den... Oh. Alter! Oh fuck, Alter! Vor diesen Flächen bin ich runtergerutscht, ey. Richtig schwierig, aber so. Achso, die meinst du? Ne, die hab ich Second Try. Die fand ich echt nicht so schwer. Ja, ich schaff den hier einfach über die ganze Zeit nicht, den grünen. Der eine war so ein bisschen knackiger, dann musst du eben so ein bisschen mehr den Looping fahren, dann da drauf landen, aber alles andere war super einfach. Second Try. Nein, ey. Ich stoß immer drauf, irgendwie mit dem Reifen oder so und fahre immer runter. Alter, dass ich das hinbekommen habe, diese Reifen, die kann ich eigentlich gar nicht. Aber auch, jetzt wieder ein dritter Try, Digga. Ich mag die Map, ey. Der dekosche Effekt schlägt wieder zu. Aris, wo bist du jetzt eigentlich? Immer noch da. Und da bist du immer noch beim ersten Punkt. Ja, Alter, krass. Digga, du Arme. Oh, wieder Arschlocke, ey. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße, weil man es halt nicht sieht, Mann. Das ist so geil, What ey. The fuck, Alter? Gib mir dieser Map auf den Sack. Oh. Es ist wieder melodisch, ey. Es ist wieder Musik in meinen Ohren. Ey, ohne Scheiß, Mann. Manche brauchen so Regentropfen, um einzuschlafen. Nein, ich bin zu weit gesprungen beim letzten! Ich brauche einfach Rage. Man sieht's nicht, wann man da aufhören muss, Gas zu geben und so weiter. Das ist so eine Rotzkacke. Könnt ihr mal so eine Rage-Compilation irgendwie von den beiden für Spotify zum Einschlafen wie klar machen? Das wäre super schön. Ja. Boah, wie soll das denn gehen? Nein! Das sind Junge, da war ein Speed, Alter. Hab ich doch gesagt. Alter, verfickter Scheiße. Ey, warum hat er so beschleunigt? Wow. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Von GZ, Deko, Digga. Und mir? Was? Von Deko, mir so. Eine Compilation? Ja. Nice. Nehm ich. Zum Einschlafen aber, ne? Ja, da verdienen dann halt Deko und ich ein bisschen Geld dran passiv. Digga, bei Spotify verdienst du irgendwie 48 Cent pro eine Milliarde Klicks. Ja, vielleicht geht der Scheiß da so richtig geil viral. Ja, dann hast du 48 Cent. Ja, und dann teilen Deko und ich uns diese 48 Cent, ist mir scheißegal. Und dann haben wir noch 24 Cent. Ja, dann braucht ihr aber natürlich viel, um mal eine Kugel Eis zu holen. Ein bisschen sparen müsst ihr dann noch. Ja, wie geht das denn jetzt hier? Ach so. Das haben wir. Nein, nicht da runter, Mann. Ich habe das zu Fuß gemacht, weil ich dachte, wegen den Elektrodingern ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Ach so. Ich hab's mit dem Motorrad gemacht, ja. Gut. War ich der Einzige, der das irgendwie lustig machen wollte? Aber es ist heute irgendwie mein. Egal, diese Map ist nicht lustig, Alter. Aber da stand ja auch nicht, dass es zu Fuß gemacht werden muss, ne? Ich hab das nicht versprochen. Hörst du wohl? Nein. Ich hieß es am Anfang, als würden sie Fußparcours. Nein. Dass da Elemente mit zu Fußballcourt drin sind und ja, einen habe ich mir da reingebaut. Ja, du hast ja selbst gemacht, Alter. Ja, das habe ich häufiger gemacht. Ja, es ist passiert, das ist das Eheleben, ne, die sind ich glaube, nicht mehr. Oh, da ist schon das Ziel, Leute.
Oh. Ein ja! Punkt noch. Lol. Ist das geil. Aber ich warte so lange vorm Ziel, bis Ares durch ist. Ja, das könnte ein bisschen dauern, ne? Ja, kannst halt wirklich. Nein, Digga, und ich flieg. Ey, Digga, ey, ich hasse. Ich hasse. Ich hasse. Digga, Mentalität. Ich hasse mit dem Motorrad so komische Spiralen fahren, Alter. Und jetzt ins Ziel, Muchachos. Es war mir eine Ehre. Diese Map war wieder grandios. Ich liebe Barty, New School. Alle hatten heute Spaß. Für den ersten Punkt echt ein bisschen länger gebraucht. Und am Punkt vorbei. Obergeil. Ey, Digga, was war das, Alter? Ich bin ey, ich sterbe. Ich sterbe. Oh mein Gott, Alter. Oh, jetzt mal ein bisschen mehr seitlich hier. Digga, was macht er denn bei den Spiralen? Hey. Warum fällt er denn da immer raus, Alter? Nein, ich war doch schon fest an seinem Popoloch dran. Bin schon langsamer hier. Hatten alle Spaß. Ey, Digga, ich raff ihn gerade wirklich nicht, Alter. Okay, das war nicht. Ich drücke doch Num 5. Warum bleibe ich nicht in den scheiß Spiralen drin? Ja, und jetzt war ich wieder nicht drauf. Ach komm, ey, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Mist. Oh, ich liebe Rage. So schön. Ja, was nützt mir so eine Rotze? Endlich, und wenn man nicht sieht, das ist super scheiße. Ganz ehrlich mal. Unten ins Loch, dann funktioniert's. Unten? Ja. Also so ein Merksatz, den kann man echt rausnehmen, ne? Unten ins Loch? Dann funktioniert's, ja. Ja, schon ein bisschen, ja. Immer unten ins Loch. Oh, dieser. Oh, jetzt aber ganz, ganz langsam rein. Ich hab jetzt erst 11 von 22 Punkten, Alter. Okay. Digga, ich möchte bitte, dass Marvin da jetzt reinfährt und ja, dabei ist. Ja, ich mach die ganze Zeit Glides und ich baller so ein bisschen am Ziel vorbei einfach. Muss man gliden am Ende? Ja. Okay, dann schaffen wir die Map auf jeden Fall. Ist egal. Nee, komm. Doch, ich möchte die Map beenden. Bock mehr, Alter, leck mich am Arsch. Ey, warum? Nein, Ares hat verlassen. Ey. Ares hat verlassen? Ja. Ja, was und ist vorbei. Es LOL. Ist vorbei. So, das war's dann. Nee, es geht noch weiter. Ja, ich weiß. Der Timer läuft ja noch gar nicht. Mach dir mal. War ein Spaß. Achso, da bist du, First Try, Deko. Was? Wie kann man da verkacken? Das hier ist nicht schwierig. Digga, ja. Warum ballerst du nicht einfach durch? Warum ballerst du nicht einfach durch? Ey, dieses. Achso, du hast den Punkt eingesammelt? Nee. Alter, das ist so Pain, Alter. Ey, es war eine geile Map. Ich würde sagen, ich lese jetzt, oder ich lese jetzt noch mal ein bisschen Witze vor, ja. Ja, geil. Egal, also wenn das eine geile Map war, Alter, dann weiß ich echt nicht, ey. Also der erste Punkt, der war echt scheiße. Aber die anderen Punkte... Digga, danach diese komische scheiß kleinen Halbringe fahren, war auch scheiße. Nö, das fand ich ganz cool. Also wirklich. Dann beim Loopings fahren, wo du jetzt vielleicht gerade bist. Nee, die Loopings habe ich auch schon. Achso, die Loopings. Nee, die hab ich gleich. Ja, die waren scheiße. Okay. Hab mich auch richtig aggressiv gemacht, ey. Okay, ist nur noch hier springen, das müsste ich hinkriegen. Come on! Scheiße, die Loopings. Geh weg, Stoppschild! Oh, oh. Aber da kann man auch theoretisch... Ich wollte gerade fragen, ob Ares noch schaffen will, aber... Hälfte Looping zu Hälfte Looping springen, oder nicht? Ey, wie asozial ist das denn, Alter? Was denn? Dass die hier noch so einen seitlichen haben jetzt. Digga, das war easy. Ey. Nein! Oh, ist Digga, das schön, ey. Oh, ist das schön. Digga, warum da noch einen seitlichen, Alter? Oh, die bleibt hinter mir ein bisschen. Oh, ich hab fast den zweiten Looping. Ich bin am Ende runtergerutscht vom zweiten Looping. Ach, da bist du, okay. Ja, nur um 5 immer ein bisschen durchballern. Oh. Digga, wie lenkst du denn, Brudi? Das war ein bisschen zu viel des Guten. Aber was? Ey, Digga. Wie soll man denn da abbremsen so schnell genug, Alter? Okay, den ersten Looping. Ah. Ja, sehr schön, Nugi. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Okay. Machen wir das noch weiter hier oder ist Schluss? Nee, den machen wir weiter. Ist mir egal. Weiter, natürlich. Na los, mach. Also Jeremy wird das eh nur einfach zusammenfassen, was einfach an Rage drin ist.
ist das denn hier? Okay. Oh. Egal, jetzt höre ich nur Geschwind hinter mir. Nee, da brauchen wir noch ein bisschen. Du hast dein Motorrad gehört. Aber ich bin direkt unter dir. Ja, da unten. Ja, warte mal ab. Ich graue gleich. Nice, oh, geht doch. Alter, kommt aber echt noch ein bisschen. Warte, das muss noch machen, das. Ach, krass, ey. Ey, Junge, der rutscht aber ganz schön runter, ne? Bei dieser Schrägen. Ja, du musst ein bisschen schneller fahren. Am Ende kannst du ein bisschen auch schneller rausjeten, weil das Bauteil dich aufhält. Oh, welches Bauteil? Was da ist, wirst du dann sehen. So. Oh, egal. Ey, der Alter. Fährt ab. Oh, der Deko ist schon da oben. Alter, da kommt ja noch einiges, Alter. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Boah. Ja, wie soll der gehen? Ups. Lol. Alter. In die Rakete reingefahren, oder was? Ja. Ich hab grad so nach oben geguckt, auf einmal guckt der vorne. Oh. Hier musst du die Mitte nehmen. Also ja, da, wo die Bank ist. Ah. Guckst du mir noch zu? Zigoi! Nee. Ich nur schlechte Laune. Boah. Warte, ich schau mir nochmal zu. Ja, dann halt nicht. Digga, hat es ja. Ja, sag ich und jetzt, doch. Und jetzt Fullspeed. Den einfach Fullspeed. Ja, wirklich. Einfach Fullspeed. Durchfahren. Oh mein Gott, der Punkt, ey, geil. Da war Deko. Wow. Hab ich ihm zugeschaut. Ja, aber es ist auch schon wieder, 20 Minuten vorbei. Ja, war das schon. Digga. Ey, wir sind jetzt 34 Minuten drin. Das fühlt sich an wie eine Dreiviertelstunde, Alter. Ja. 50 Minuten hier. Richtige Quälerei. Oh. Boah, das ist auch schon eine Scheiße hier, ne? Mit dem Ding. Ach, ist auch schon gefühlt seit einer halben Stunde weg. In etwa, ja. In etwa. Die ganze Map sind 34 Minuten bis jetzt, Scheiße. Kein Zeitgefühl. Wie im Schulunterricht, Alter. Angefühlt wie 3 Stunden, Alter. Guckst auf die Uhr, 20 Minuten um. Ja, kommt nochmal so ein Ding. Muss das sein hier, Alter? Muss das sein? Wieder zu weit. Däh. Däh. Oh, endlich, ey. Deko muss jetzt nur noch ein Gleit schaffen. Jetzt noch ein Gleit, fick mich, ey. Unten, du musst ins unten rein. Oh, geil. Fick mich! Alter Schwede, ey. Einfach mal für Deko. Ich möchte bitte keine Barty-Maps mehr. Muchachos, wir haben jetzt die Special-Woche erreicht. Hallo. Jetzt gibt's jeden Tag eine Barty-Map. Alle in diesem Stil, Muchachos, freut euch drauf. Das ist die Special Salty Deko-Week. Wir werden das auf jeden Fall immer zu viert machen. Immer zu viert, damit auch Ares seinen Spaß hat. Digga. Total. Alter. Alter, was eine Map, ey. Herzchen. Junge. Wunderschönen Tag noch. Bis dann. Ich hoffe, ihr hattet heute auch eine salzige, schöne Laune und eine schöne Mittagspause. Bis dann reingehauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao.